Peter Geil hat gesagt, das ist wie Baumwipfel. Das heißt, man muss hier irgendwie wieder irgendwelche Speedstrats machen. Aber bringt das was, hier lang zu chargen? Irgendwie nicht, ne? Wir haben nämlich nur einen einzigen Boost überhaupt. Es gibt nur diesen Boost hier, der hier ist. Das heißt, den muss man irgendwie nutzen. Ich höre auch noch die ganze Zeit irgendwas röcheln, wie Darth Vader. Okay, das bringt gar nichts hier, oder? Nope, das war falsch. Okay, also da rechts lang war schon mal nicht richtig. Ja, 17, genau. Und wenn ich da lang charge, bringt das irgendwas? Wo kommt man denn da hin? Wo waren wir denn? Hatte ich nicht irgendwas gesehen, wo noch was war? Da drüben, da. Aber da kommt man von innen aus ran, so wie es aussieht. Jetzt kommt man da rein. Und zwar hier hinter. Hier müsste es sein. Hier. Laut Minimap. Ich glaube, ich bin zu früh abgesprungen, aber sonst hätte es, glaube ich, geklappt, oder? 18. Yes! Oh! Hier muss irgendwo eine Feuerfee sein. Copano! Du bist ein echter Superladungsexperte. Gut gemacht! Danke! Da geht's nur wieder nach unten. Eine heiße Schokolade hätte ich jetzt auch Bock drauf. Und Baskerville will einen heißen Poki. Da geht's nur wieder nach unten. Das heißt, wir müssen nach da oben. Aber ich kann die ganzen Statuen nicht zerstören. Die werden auch gerade alle reanimiert. Aber hier haben wir... Ah, hier haben wir die Fee. Sehr gut. Hä, das ist gar keine lilane Fee. Warum ist denn das eine orangene? Aber die... Oh. Unendliches Feuer-Power-Up gibt die orangene Fee. Beste Fee EU. Geil. Bin ich jetzt für immer Feuer, Spyro?
Die ist halt heißer, ja. Ich frage mich, ob es für die auch Newt-Mods gibt. Nein, frage ich mich nicht. Hört auf, mich sowas zu fragen. Das war Sense Fortress. Sense Festung war das. Ach scheiße, wir haben noch... Scheiße, ich habe was komplett vergessen. Das vom Handbuch hier. Was war denn das nochmal? Verbrenne den blauen Zauber... Oh, wo soll der denn sein? Kaudekus Abwesen. Anwesen. Nee, das ist ja nicht aus Dark Souls. Das ist ja aus Guild Wars. Aber ja. Ein bisschen. Grippe ich mir jetzt selbst meinen Unlimited Power ab, wenn ich hier zu einer Limited Fee gehe? Okay, die will gar nichts mehr von mir. Limited Fee. So, wo ist denn jetzt der fucking blaue Zauberhut, ey? Jetzt muss ich mir Lebenspunkte holen. Ist der vielleicht hier drin? Nope. Ich muss mir jetzt nochmal durch das ganze fucking Level laufen, um den blauen Zauberhut zu finden. Ihr seht schon, dass ich vergeben bin, ja. Auf den habe ich gar nicht geachtet jetzt gerade. Der war mir irgendwie komplett entfallen, der scheiß Zauberhut. Uff. Wenn der genauso blöd versteckt ist wie dieser Kack-Baumstumpf, finde ich das ja nie. Immerhin habe ich unendliches Flaming-Potenzial. Und fährt sie denn jetzt hier so rum? Okay, hier schon mal nicht. Hier anscheinend nicht. Da drüben vielleicht noch. Schimmert da was? Nee, sah nur so aus. Leuchtet da irgendwas Blaues? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Ich erkenn's nicht.
Der war ja blöd versteckt. Das war ja echt fies. Also den fand ich ja noch fieser als den Baumstumpf. Vor allem den sieht man ja kaum. Ich habe da irgendwas Blaues schon. Ich habe jetzt wirklich einfach nur stumpf auf Blau geachtet, ob ich irgendwo einen blauen Pixel sehe. Und dann sieht man da so ganz wenig Blau irgendwie so. Also das war blöd. Huhu, Leute. Boah, habt ihr das gesehen? Wie cool der ist, dass aus dem Level rauscharten war, Orangutan, huhu. So, Spucktürme haben wir auch fertig. Was fehlt denn jetzt noch? Sind das hier auch wieder 6 Level? 1, 2, 3, 4, okay. Dann fehlt noch das Fluglevel und das Jacke-Gesicht. Bihu. Gucken wir nochmal das Fluglevel. Achso, das war da oben, ne? Hey. Glaube ich hier. Ja, da oben Eisflug. Hier, Peter, geil. Das war geil, wie ich dieses Secret hier gefunden habe. Hier oben war eine Kiste. Hier oben war eine Kiste und ich habe mir die geholt und habe dann nach links geguckt und dann ist die Kamera hier so automatisch aus Versehen hier reingegangen und dann habe ich dadurch diesen Secret-Raum gefunden. Weil die Kamera hier hinter die Wand gegangen ist, so komisch. So, Eisflug. Ist ja auch so schwer wie der Sumpfboss-Endgegner. Ja, der war schon ordentlich. So, und dann gucken wir mal, was wir hier wieder fliegen können. Okay, also offensichtlich haben wir... Okay, da war schon wieder eine Scheiß-Aktion, hier lang zu gehen. Okay, es gibt Helikopter. Helikoptereltern gibt's hier. Es gibt Leuchttürme. Und Kisten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Also wir brauchen irgendeinen Plan. Bleiben wir erstmal in dem Gebiet hier drin. Toll. Von zwei Sachen keins bekommen. Ja, und das dritte auch nicht gut. Wie rum ist denn jetzt, dass ich entge... Nein, das war falsch rum, shit. Scheiße, wieder falsch rum. Ach.
Okay. War aber schon mal nicht schlecht. Nordbert, danke für den Prime-Sub im zweiten Monat. Servus. Moin. Moin. Easy, mit 21 Sekunden Restzeit. Nice. Das auf Schienen zu laufen ist schneller als fliegen. Okay. Krasse Speedstrats. So, und jetzt noch das Jacques-Gesicht. Das ist hier hinten. Und hatten wir hier auch einen Special Move? Jacques perfekt. Und dann noch Gnasty Gnork perfekt. Okay, noch zwei Sachen, auf die wir achten müssen. Sollen wir das Spiel heute durchspielen? Oh, ist schon zu spät. Glaub nicht, ne? Da kommt ja noch eine Welt danach. Dann machen wir, glaube ich, noch Jacques. Da müssen wir es aber packen, glaube ich. Schon wieder 30 Millionen Wege, die man gehen kann. Ups. Ey! Doppelt. Hey. Und Boss-Level, wo es Lebenspunkte gibt. Was, die haben die Footsteps von Knaller aus GW2. Muss ich gleich mal drauf achten. Na, guck mal, da ist Jacques. Oh, da gehen wir noch nicht hin. Wir machen erstmal alles vor Jacques.
Ach stimmt. Die haben Legendary Footsteps. Noch. Da muss ich noch mal hin zu dem. Was macht der hier eigentlich? Ah, guck mal, das hier macht er. Okay. Irgendwie war mir so, als ob ich da was gehört habe, dass ich hier was gerade runtergefahren hat. Ja, GW2 hat die geklaut, die Footsteps. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Unika. Ach du Scheiße. Geil. Das war ja cool. Habe ich jetzt aber auch alle Gems bekommen? Ja, anscheinend. Glück gehabt. Was macht er jetzt hier? Manchmal ist nicht so offensichtlich, was die tun. Ah, guck mal. Soll man schaffen? Ja, soll man. Wir schaffen das. Ich bin noch kein Knast. Oh oh. Oh oh! Das war der Crash. RIP. Das war der Spiele-Crash. Crash Bandicoot war das. Der hatte keinen Bock. Der hatte keinen Bock, dass wir Spyro spielen. Er wollte lieber, dass wir Crash Bandicoot spielen. Mal sehen, ob ich es geschlossen kriege. Keine Rückmeldung, ja. Okay, Moment. Ups. So. Versuchen wir es nochmal. Super Überleitung auf zu Crash Bandicoot. Obwohl, das ist doch eigentlich eine gute Stelle, um jetzt Schluss zu machen, oder? Wenn es jetzt eh gecrashed ist und jetzt schon nach 10 ist, dann können wir jetzt eigentlich auch Schluss machen für heute. Ja, machen wir beim nächsten Mal dann, was du willst, den Boss noch sehen. Aber ich muss jetzt mit Sicherheit von dem Level bestimmt nochmal komplett alles machen. Ihr macht jetzt W3. Obwohl, wartet mal, es sieht nicht so aus, als ob ich nochmal alles machen muss. Nee, ich muss nicht nochmal alles machen, Moment. Okay, let's go. Ich stehe zwar wieder am Anfang des Levels, aber bei Handbuch ist hier bei Jacques tatsächlich 260 immer noch gespeichert. Also, es wurde alles gesaved. Ups. Mm-hmm.
Schlüssel? Habe ich mir denn schon einen Schlüssel geholt? Stimmt, ich habe gar keinen Schlüssel. Wo habe ich denn... Ich hatte aber noch gar keinen, oder? Hatte ich schon einen Schlüssel bekommen irgendwoher? Nee, ne? Upp. Stimmt, dann... Kriege ich den vielleicht erst noch? Nee, bisher hatte ich noch keinen Schlüssel. Dann gehen wir mal kurz zu Jacques. Noch ein Tipp vor diesem Kampf? Ein Tipp? Revilo. Ein weiser Drache sagte mal, strebe nach hohen Zielen, aber gib auf fliegende Kisten Acht. Hä? Okay. Da ist Jacques. Ah ja, und der schmeißt mit Geschenken. Die Saudi. Yes, ich habe zwar auf die Fresse bekommen, aber habe den Fähigkeitenpunkt trotzdem erhalten. Geil. Oder? Ja, Jacques perfekt. Nice. Der hat mich zwar mit seiner letzten Attacke getroffen, aber ich habe ihn vorher gekillt. Und nein, hier ist kein Schlüssel mehr. Scheiße, das heißt, wir haben den im vorherigen Gebiet vergessen. Das heißt, hier ist noch irgendwo noch ein Jacques-gesichtiger Schlüssel. Ach so, stimmt. Kann man ja nicht. Da! Ich sehe es doch von hier aus. Okay, nice. Nice. Dann sind wir durch. Ja, ja, da waren wir noch nicht, genau, da waren wir auch vorher noch nicht. Aber ich habe es halt jetzt direkt gesehen, dass da oben so eine Höhle ist. Zum Glück hat sich das gespeichert bei dem Crash, den ich hatte. Noch 4,5 Level. Hä? Ich bin falsch gelaufen. Ich war bei Jacques doch richtig. Hä? Hä? Nee. Ah doch. Hier. Okay. Sehr gut, Spyro. Ich hoffe, du weißt, was dich noch erwartet. Nö. Dass dies Heimatwelt ist. Nicht gerade der freundlichste Ort, den es gibt. Bereit zum Abflug? Jawohl. Zählt der Crash jetzt eigentlich als Death oder nicht? Nee, okay.
Ja. Okay. Dann sind wir in Gnastys Heimatwelt. Aber machen dann hier erstmal Pause für heute. Dann haben wir wenigstens noch einen Stream mit Spyro.